Hallo, heute gibt es wieder eine DM Haul Review. Es ist wieder soweit, ich habe wieder einiges durchgetestet und ich schwelge immer noch so ein bisschen in meiner Ekstase vom letzten XXL DM Haul und ja, das färbt sich wahrscheinlich heute noch so ein bisschen ab. Aber wir legen los mit den Produkten und das erste ist dieses Schätzchen hier von Nivea, diese In-Dusch-Waschcreme und Make-up-Entferner. Und ja, also das erste, was ich dazu sagen wollte, ist der Verschluss. Also ich weiß nicht, ob ich ein Montagsprodukt erwischt habe, aber der ist bei mir total locker. Also wenn ich hier nur leicht anfasse und diesen Deckel öffnen will, dann geht das schon so auf und dann ja, habe ich hier den Deckel in der Hand. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, schreib mir das mal. Ich muss sagen, dass es mich schon so ein bisschen stört bei der Entnahme. Aber zum Produkt selbst, also es ist halt eine etwas dickflüssigere Creme, die man sich auf das Gesicht aufträgt und das Make-up wird dann abgenommen. Bei mir funktioniert das leider nicht so gut am Auge, also mein wasserfestes Augen-Make-up kriegt es leider gar nicht weg und ich trage nun mal jeden Tag wasserfestes Augen-Make-up. Deshalb ja, ist das jetzt nichts, was ich für das komplette Gesicht verwenden kann und dann ist, bin ich komplett rein, so wie bei diesem L'Oreal Öl Reinigungsprodukt, das ich immer benutze. Da ist das eben genauso, dass ich danach nichts mehr verwenden muss. Es hinterlässt aber ein ganz gutes Gefühl dann auf der Haut. Also es ist da nicht komplett ausgetrocknet. Und ja, ich habe das ansonsten auch sehr gut vertragen. Aber es wäre jetzt kein Nachkaufprodukt für mich. Ich bleibe einfach bei meinem Öl von L'Oreal, obwohl ich weiß gar nicht, ob das ausgelistet werden soll oder sowas. Ich habe da, glaube ich, irgendwas gesehen. Also ganz schrecklich. Da muss ich nochmal gucken. Dann das nächste ist ein Duschgel von Balea. Nämlich dieses Golden Glamour. Und da hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt, also das ist flüssiges Gold. Und so ist es auch. Auch unter der Dusche, wenn ich das entnehme, dann ist das ja so unglaublich gelb-gold und schimmernd. Aber ich hatte ja die Befürchtung, dass ich das mir dann auftrage und irgendwie kriege ich es dann nicht ab und dann habe ich überall Glitzer. Also ist es nicht. Man kann das einwandfrei komplett abwaschen. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie meine Dusche ja, befleckt hätte. Also das war auch kein Problem. Ich muss aber sagen, dass mir der Duft nicht so gut gefällt. Das ist aber natürlich sehr subjektiv. Also mir ist das so ein bisschen zu schwer. Also ich mag ja lieber so ein bisschen fröhlichere, fruchtigere, leichtere Düfte und das fällt auf jeden Fall nicht darunter, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ganz nett, sich mal mit Gold einzuschmieren. Dann das nächste ist etwas Dekoratives und zwar diese Mascara hier von L'Oreal, diese Superstar Falls Lash Mascara. Die hatte ich ja bekommen mit dieser einen Palette zusammen und die hatte ich ja auch verlost auf meinem Instagram-Account. Und davon habe ich noch eine zu Hause, also L'Oreal war in letzter Zeit sehr spendabel, aber ich weiß noch nicht, wo ich die verlose, ob hier auf Instagram oder ich weiß es noch nicht, da muss ich mal schauen. Aber kommen wir erstmal zur Mascara an sich. Das ist ja eine mit zwei Seiten. Also eine Seite ist weiß und ich glaube, ich hatte vor circa ein, zwei Jahren schon mal so eine Mascara von L'Oreal. Die hatte auch eine weiße Seite und ich kam damit überhaupt nicht klar, weil diese weiße Seite sich einfach nicht hat gescheit mit Schwarz übertuschen lassen. Also man hat immer irgendwie dieses Weiß durchschimmern sehen und es wurde auch allgemein so ein bisschen klumpiger durch diese Base. Bei dem hier habe ich das Problem jetzt gar nicht. Also ich finde jetzt gerade diese weiße Seite macht eine sehr dünne, eigentlich dünne Schicht auf die Wimpern und das verlängert sie extrem. Da sind auch, glaube ich, diese ganz feinen Härchen drin, die sich dann auf die Spitzen draufsetzen und dann wirkt das nochmal alles ein bisschen verlängert. Aber diese, ja, diese Härchen, die da immer so drin sind, das ist ja immer so schwierig, weil die sich eben nicht so schön gleichmäßig auf die Wimpern setzen, sondern eben auch mal ab und zu so abstehen und dann sieht das ja eher wieder so ein bisschen fliegenbeinig aus. Die schwarze Seite ist auch super, also die ist so leicht gebogen, damit kann man sehr gut tuschen und man kriegt auch dieses ganze Weiß übertuscht. Also eigentlich alles in allem eine gute Mascara, aber für mich leider jetzt nicht so der Bringer, weil sie den Schwung nicht komplett hält. Und bei meinen Wimpern, die sowieso immer so stehen, da ist es einfach wichtig, dass der Schwung da ist, sonst sieht es einfach nicht gut aus. Und auch wenn ich mit meiner Shuimura arbeite und danach noch mit meinem Backstage-Wimpern forme, der Schwung hält einfach nicht den ganzen Tag. Also es sackt immer so leicht dann wieder runter. Deshalb würde ich dir jetzt nur Mädels empfehlen, die sowieso nie Probleme mit Schwung haben, deren Wimpern immer so geradewegs nach oben stehen. Für die ist das bestimmt eine ganz, ganz tolle Mascara. Für die Mädels, die immer so ein bisschen Schwungprobleme haben, da eher nicht so. Dann nochmal was von Balea. Nämlich hier dieses Duschpeeling Buttermilch und Lemon. Und ich finde, also ich habe es ja eingekauft wegen Lemon, weil ich ja Lemon, das ist ja so mein Duft. Aber ich finde, wenn man das so in die Hand nimmt und sich aufträgt, dann riecht sie eigentlich nur
nach Vanille. Also es riecht so süßlich nach Zuckerwatte Vanille. So riecht das eigentlich eher und eigentlich überhaupt gar nicht nach Lemon. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Diese Peelingkörnchen darin sind auch eher wenig im Verhältnis jetzt zur gesamten Masse. Deshalb ja, ist das jetzt nicht dieses typische Zitronengrasölpeeling, gibt es glaube ich ja von Balea. Das ist ja extrem. Also es besteht ja quasi nur aus Körnern. Und das hier ist eben nur wenig Körner. Finde ich sehr angenehm. Trotzdem sollte man das nicht öfter verwenden als einmal in der Woche, würde ich zumindest nicht raten, weil man natürlich auch irgendwie die Haut so ein bisschen verletzt und nicht nur die toten Schuppen da irgendwie abschubbert. Dann habe ich etwas von Veet, nämlich diese Kaltwachsstreifen extra für Bikinizone und Achseln. Und die hatte ich auch in meinem letzten Video gezeigt, nämlich in meinem Sommer-Tipps-Video und zwar allgemein zum Thema Sugaring und Waxing. Und da gab es einen Kommentar unter dem Video und zwar, dass ich doch mal ein gesamtes Video über dieses Sugaring-Thema machen soll. Also mich würde das interessieren, ob dich das wirklich interessieren würde. Also ob ich wirklich so ein gesamtes Video daraus machen soll. Das kannst du mir gerne schreiben und dann überlege ich mir was dazu. Zu diesen Kaltwachsstreifen kann ich sagen, dass ich sie ganz gut finde. Also ich benutze sie ja im Bikini-Bereich. Hier steht zwar hinten, dass man die mehrmals anwenden kann. Das bedeutet, man macht sie warm, klebt sie drauf, reicht sie ab und dann kann man die quasi nochmal aufkleben. Aber das funktioniert bei mir leider nicht so. Also beim zweiten Mal merke ich schon, da ist nicht mehr so viel Klebwirkstoff da, sondern das nimmt einfach nicht mehr wirklich so die Haare weg. Deshalb funktioniert das leider nur immer einmal und das ist natürlich sehr verschwenderisch für so ein Stripe. Da ist nämlich jetzt auch nicht so viel drin. Aber beim ersten Mal nimmt es schon sehr viel ab, wenn man das denn richtig macht. Und deshalb, ja, bin ich eigentlich zufrieden, so für ein Zuhause mal, wenn man gerade keine Zeit hat für was anderes, dann kann man die auf jeden Fall verwenden und dann sind auch Pflegetücher drin, die finde ich auch ganz toll. Die sind so in Öl, glaube ich, getränkt. Und dann kann man sich das an den Stellen nochmal sauber machen, damit diese Klebereste nicht da bleiben. Und es pflegt auch sehr, sehr gut. Dann das nächste ist Sonnenschutz. Und zwar vom Pitzbuin. Das wird ja ausgelistet, habe ich auch schon im DM-Haul gesagt. Da stand schon ein A an diesem Schild. Das ist immer ganz, ganz schrecklich, wenn das irgendwo dran steht. Das heißt immer horten. Aber bei diesem Produkt, das muss ich nicht horten. Es ist an sich eigentlich richtig gut. Also es ist ein Sonnenschutz. Manche haben gefragt, was ist das überhaupt? Also Pitzbuin stellt allgemein Sonnenschutzprodukte her. Und das ist jetzt ein mit Lichtschutzfaktor 30. Das habe ich im Gesicht ausgetestet und fand das Hautgefühl danach sehr, sehr angenehm. Also man muss ja bei Sonnencreme immer reichlich viel auftragen und bei den meisten Sonnenschutzmitteln ist es einfach so, dass man dann sehr glänzt im Gesicht. Also gerade das, was ich vom Bioderma benutze, das reicht schon, wenn man sich nur einen Klecks drauf gibt und dann, ja, speckig. Ich sag nur speckig. Bei dem ist es gar nicht so. Also es hinterlässt jetzt nicht unbedingt ein mattes Hautbild, aber ein sehr tragbares, womit man ruhig rausgehen kann. Das Problem, das ich damit habe, ist der Duft. Das haben schon einige Mädels bemängelt, die das benutzt haben, haben aber gesagt, dass es dann letztendlich eine Gewöhnungssache ist und dann ist es auch okay. Bei mir ist es leider so, dass ich mich nicht dran gewöhnen kann. Also offensichtlich vertrage ich es einfach auch nicht. Es kribbelt mir extrem in der Nase, wenn ich diesen Geruch dann eben rieche und es ist eben auch sehr, sehr intensiv. Ich finde, der Geruch geht auch nicht weg, nachdem man das aufgetragen hat, auch nicht nach einer halben Stunde. Irgendwie ist es dann immer noch auf der Haut. Ich hatte es dann versucht, nicht im Gesicht aufzutragen, sondern eben nur Hals, Dekolleté, aber auch da kommt der Duft irgendwie durch meine Körperwärme so nach oben in meine Nase rein. Und ja, auch das geht leider nicht. Dann habe ich letztes Mal noch ein Serum nachgekauft, nämlich von Balea, dieses Aqua-Feuchtigkeitsserum. Und das benutze ich ja zum Schichten. Genau, also wenn du mein Video mit meiner Hautpflegeroutine am Morgen gesehen hast, dann weißt du jetzt, wie das funktioniert und wovon ich überhaupt rede, wenn ich immer Schichten sage. Und das ist eines der Produkte, die ich dafür verwende. Und das habe ich ja gekauft, um so ein bisschen wegzukommen von diesem Balea Hyaluron Booster. Aber das ist schon ein Unterschied. Also da sind auf jeden Fall auch Duftstoffe drin. Das habe ich erst richtig gemerkt, als ich dann eben das aufgetragen hatte und dann, huch, das riecht ja nach irgendwas. Und dann ist mir erst in den Sinn gekommen, okay, die ganzen anderen Produkte, die du sonst immer benutzt, die riechen nach gar nichts. Und im Moment bin ich total empfindlich, was Gerüche angeht. Auch wahrscheinlich, ja, das sieht man daran, weil wahrscheinlich eben dieser Allergiezeit, ich weiß nicht, ob es genau daran liegt, aber im Moment extrem, extrem empfindlich. Ich kann auch keine Parfums tragen. Und das riecht so ein bisschen, ist nicht so extrem. Man kann es vertragen. Ich finde die Wirkung gut, aber sie ist nicht vergleichbar mit dem Hyaluron Booster. Also da finde ich den einfach nochmal sehr viel intensiver. Man merkt das auf der Haut, wenn es danach so ein bisschen klebrig ist. Ich weiß, das mögen nicht viele. Ich mag das eigentlich auch nicht unbedingt so gerne, aber das ist für mich ein Zeichen, okay, das ist so richtig, richtig reichhaltig und das
mag ich im Moment einfach auch gerne für meine Haut tun. Ich habe jetzt nicht alle Produkte hier gezeigt, die ich in meinem DM-Haul erwähnt hatte, weil ich einfach bei manchen noch nicht so ganz sicher bin, ob ich sie mag oder nicht. Da brauche ich noch ein bisschen länger zum Testen, aber die kommen bestimmt auch nochmal bald in irgendeiner Review, wird man sie sicher sehen. Und dann hoffe ich, hat dir das Video ein bisschen was gebracht, ein bisschen geholfen, und dann verlinke ich auf jeden Fall noch meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.